Hallo, ich bin die Anna Magdalena Schessel und ich erzähle euch heute mal was übers Kochen. Ich koche gerne, weil ich sehr gerne gut esse und weil das meiste, was ich so irgendwo anders finde, mir nicht ganz passt und dann koche ich das lieber selbst. Ich habe irgendwann einen kleinen Kinderherd bekommen, wo man 3 Tortellini in einem kleinen Topf kochen kann und einen Muffin backen. Und ja, da habe ich so ein bisschen angefangen, so rumzuprobieren und immer sozusagen parallel mitgekocht. Ich koche auch wenig nach Rezept. Meine Mama hat mir das so beigebracht, immer so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und dann irgendwann klappt's. Die Anleitung, die einem jemand anders geben kann, passt oft nicht für einen selber. Man kann sich immer wieder Tipps irgendwo holen, aber man braucht am meisten einfach Gefühl und sich so die eigene Strategie aufbauen, irgendwie, wie man was macht. Und beim Reiten ist es nicht anders. Also das Gefühl kann einem keiner vermitteln. Man kann immer nur versuchen, die Tipps zu befolgen von anderen. Und das ist natürlich auch super wichtig, dass man korrigiert wird, auch von unten und so. Aber letztlich so, man muss seinen Weg irgendwo finden. Es gibt ein Foto, da bin ich, glaube ich, ein halbes Jahr alt und kann gerade so sitzen. Da sitze ich schon auf dem Pferd bei meiner Mama vorne auf dem Sattel. Dann, als ich 3,5 war, haben wir einen Shetland Pony bekommen. Ich glaube, meine Mama hat mich da drauf gesetzt und ich fand es super. Also ich habe Fotos, da sitze ich strahlend auf dem Pferd. Nach dem Shetland Pony habe ich einen Welsh Pony bekommen. Mit dem bin ich dann auch meine ersten Turniere geritten und habe mein Reitabzeichen gemacht. Ja, die ersten paar Sprünge gingen noch. Und dann hat sie irgendwann gesagt, die sind ja dann doch zu hoch. Also es waren E-Springen, aber ich bin immer gern gesprungen. Ich finde, das macht Spaß. Früher war mir Dressur immer ein bisschen zu langweilig. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, dass die tägliche Arbeit von der Dressur einfach wesentlich interessanter ist als vom Springen. Man springt 1-2 Mal die Woche und in der Dressur arbeitet man jeden Tag immer wieder neu an den Sachen, die man machen möchte und verbessert es. Und ja, irgendwann letztlich hatte ich mehr Spaß an der Dressur. Reines Hobby war es auf jeden Fall, würde ich sagen, bis ich meine Stute Donna Romana bekommen habe. Ja, von ihr habe ich wahnsinnig viel gelernt. Die ganzen Grundlagen, wie reitet man ein Pferd reell, wie reitet man eine Lektion, was ist das Gefühl dazu. Meine Stute war wirklich ein Lehrmeister für mich. Wenn ich es nicht richtig gemacht habe, hat sie es auch nicht richtig gemacht, aber sie war nicht nachtragend. Also konnte ich sozusagen probieren, bis ich es dann richtig geschafft habe. Ich bin jetzt nicht über ehrgeizig oder irgendwas in der Art, aber wenn ich was lernen will, dann setze ich mich da auch schon dran. Ich finde Medizin wahnsinnig spannend, egal ob es jetzt beim Menschen ist oder beim Pferd. Also wie was funktioniert, warum gibt man was, und wollte aber kein Arzt werden. Und letztlich deswegen die Entscheidung für die Biochemie, weil das irgendwo die Mechanismen, die Grundlagen für die Medizin darstellt, also für die ganze Forschung und Medikamente und Behandlungen, und so kam ich auf Biochemie. Heute habe ich euch was über mich erzählt und beim nächsten Mal erzähle ich euch was über mein Erfolgspferd Beedie.